Ich musste mich bloß bücken und jemanden, den Herrn dort, um Feuer bitten. Verzeihen Sie, die Zigarette ist mir eben ausgegangen. Ich starrte auf den Stummel lange. Ich brauchte mich bloß zu bücken, aber ich bückte mich nicht. Ich war plötzlich so müde. Auf der Brücke, wo mich der Menschenstrom abgesetzt hatte, las ich den Brief, den ich in der Hand vergessen hatte. Lieber Christian, ich habe deine Zeilen wieder und wieder gelesen und war erschreckt über sie. Es spricht eine große Trostlosigkeit und, wenn man so sagen will, eine Auswegslosigkeit aus ihnen. Du hast Angst, dass alles in eine abgrundtiefe Leere hinabstürzen wird. Es wäre, ich übersprang, was mich anging, kannte ich. Weiter unten stolperte ich über einen Satz. Aber es ist doch oft so, dass auf eine solche Nacht ein Tag folgt, wo man sich vielleicht gerade, weil man durch den Kummer feinfühliger geworden ist, an kleinen Dingen freut, über die man sonst hinweggesehen hat. Es hat vielleicht geschneit draußen und ein Baum sieht plötzlich ganz anders aus, als man ihn bisher in Erinnerung hatte. Oder aber, ach, dachte ich, das ist die Baumtheorie, zu wenig, ich übersprang. Dann rührte mich wieder ein Satz. Ganz kennen wird man nach meiner Ansicht einen Menschen nie. Man sollte auch nicht. Ein letztes Verborgenes sollte immer noch bleiben. Ich sehe deshalb auch Schlafenden oder solchen, die Briefe schreiben, nicht gerne ins Gesicht, weil ich den Eindruck habe, ihnen etwas wegzunehmen, das nur ihnen gehört. Das ist vielleicht eine seltsame Vorstellung, aber ich habe sie eben. Ins Gesicht? Ich erschrak. Hatte ich den Worten vielleicht zu genau ins Gesicht gesehen, sodass sie nichts mehr Verborgenes an sich hatten? Hatte ich ihnen vielleicht etwas fortgenommen, dass sie so nackt und nichtig gewesen waren und ohne Geheimnis und ohne Wahrheit? Ich wusste es nicht. So las ich weiter. Aber nichts dies wollte ich dir sagen, sondern dass ich fest glaube, du seist körperlich und geistig stark genug, wieder neu anzufangen, dich am Leben zu freuen und dich auch zu den Feiernden zu zählen. Weder derjenige Student, 24, ist kein Alter, 19 allerdings noch weniger, der sich auf die letzte Prüfung vorbereitet. Genug, ich sog die letzten Sätze ein. Christian, vielleicht weißt du, was ich mit diesem schon viel zu langen Brief dir sagen wollte. Dass du auf mich als gute Freundin rechnen kannst, dass es mir nicht zu schwer sein wird, deine Sorgen, deine Traurigkeit mit dir zu teilen. Komm zu mir, wenn und wann du willst. Ich will dir gerne, Klammer stumm, zuhören und dir helfen. Komm, ich werde immer Zeit für dich haben. Wirklich deine Freundin Isolde. Ich zerriss langsam den Brief und warf ihn ins Wasser. Der Fluss stürzte über Stufen und die Papierflocken mischten sich mit dem Schaum, wurden Schaum. Und plötzlich wusste ich, die Summe unserer Irrtümer ist die Wahrheit. Für mich aber hieß diese Wahrheit, was uns bleibt, sind immer nur wir allein. Wir allein, ich also, aber allein. Das war wenig, das war nichts. Gott nahm die Schlafen kein Ende, war es denn noch immer nicht Nacht. Der eisige Zug vertrieb mich von der Brücke. Plötzlich sprangen Buchstaben vor meinen Augen auf, die ich mühsam zu Worten und Sinn verbahn. Besuchen Sie die Bildergalerie, Eintritt frei. Ich trat ein. Das Mädchen an der Garderobe fragte, ob ich nicht ein Überzieher ablegen wolle. Ich wollte es nicht. Ich wählte mir einen halb verborgenen Platz neben der Säule, nahe dem Heizkörper, zog den Mantel aus, hing ihn über die Lehne und setzte mich. Die Ausstellung war gut besucht. Draußen war es kalt. Die Leute fluteten hastig an mir vorbei, stopften sich voll mit Bildern.
Das Bild war gut. Ich hatte es gleich daraus gefischt. Wen stellt das Bild dar? Ich bat den Aufseher um Auskunft. Letzte Selbstdarstellung des Malers Lukian vor seinem Tod. Wollen Sie es näher betrachten? Der Maler starb an Krebs. Nein. Man merkte am Bild, dass der Maler etwas zerfressen hatte. Ich schloss die Augen, das Bild in mir. Keine Konturen, keine Züge, alles zerlöst, durchscheinende Farben, das ganze Gesicht furchtbar in die Länge gezogen. Es zerfloss. Ja, das Ende hatte keine Grenzen. Lange saß ich zusammengekrümmt, das Gesicht in den Händen verborgen, sah auf das Bild in mir. Jemand stolperte über mein Knie, sagte Pardon. Ich hob den Kopf, ich hob den Blick, ich stutzte. Dort hing das Bild eines Mädchenkopfes. Dunkelblondes Haar in Zöpfen geflochten und als Krone aufgesteckt. Ein sauberes, unschuldiges Profil, zartes Rot auf den Wangen, wie blau, wie hell der Himmel dahinter war. Der Mädchenkopf erinnerte mich an niemanden, den ich kannte, und dennoch, ich schaute lange hin. Die Bluse war bäuerlich einfach im Schnitt, lieblich die Krause des Kragens. Ich hatte mein Gesicht wieder vergraben. Woran rührte das Bild? Woran? Sind Sie krank? Ich fuhr auf. Ein Mensch schaute mich an. Nein. Wollen Sie eine Zigarette? Ja. Ich nahm die Zigarette, meine Hände zitterten. Ein Feuerzeug klickte, ich spürte den heißen Geruch der Flamme. Der Rauch drang tief in mich. Ich fühlte die Poren der Lungen. Er füllte die Poren der Lungen. Das Blut nahm den berauschenden Rauch, der sich im ganzen Körper verflüchtigte. Blauer Nebel hüllte alles ein. Sind Sie Student? Ja. An welcher Fakultät? Medizin. Haben Sie noch viel bis zum Ende? Nein, nein, bald ist es soweit. Im wievielten Semester sind Sie? Eine menschliche Stimme. Im wievielten Semester? Ich weiß es nicht. Als ich mich umsah, war der Mensch nicht mehr da. Wieder packte mich das Bild dieses Mädchenkopfes mit dem blauen Himmel. Woran rührte das Bild? Gewiss hatte sie starke, braune Augen, Arme, mit denen es sommers geschmeidig Garben auf dem Wagen schwang. Über diesem Satz wölbte sich ein riesiger blauer Himmel, dessen Kuppel auf Wäldern ruhte. Unter diesem Himmel war alles, was der Mensch brauchte. Es fand alles einen Platz. Am Rande der Wälder waren die Rehe und Wölfe, dann Korn im Wind und die Kühe auf der Weide und ein alter Schäfer, dort das Dorf mit seinem Turm und der Bach, ein staubiger Weg, barfüßige Kinder, Mädchen und ihre Lieder und gewiss auch dieses Mädchen dort, braunhaarig und mit unsagbar roten, zarten Wangen. Und unter dem Himmel gab es Brot, Brot und Milch für alle, auch für mich. Meine Gedanken stockten, ein frühes Bild meiner Kindheit stürzte in mich. Sommer, Abend, die Herde kam, wir Kinder standen mitten im Strom und hielten mit Peitschen den Raum um uns frei. Ich erinnerte mich, wie erstaunt ich war, wenn sich die Kühe ablösten und vor dem Tor ihrer Höfe Halt machten. Und plötzlich wusste ich, in wievielten Semester ich war. Ich war am Ende des vorletzten Semesters. Noch eines und ich war Arzt. Dieser Gedanke zwang mich, drang in mich, erfüllte mich ganz. Ich reihte die unendlichen Tage, Monate und Jahre meines Studiums aneinander, Stufen, die ich mühsam in Fels gehauen hatte, oder noch besser, Stockwerke ohne eines Baus, der nun dachlos bleiben sollte. Dieses Semester musst du beenden, dachte ich, koste es was immer. Die Gedanken tobten, vielleicht gelang es mir, ein Stipendium zu ergattern, aber auch ohne, ich würde Stunden geben, Waggons ausladen. Hier darfst du nicht rauchen, ist streng verboten, schnarrte eine Stimme. Ich so gierig und doch unendlich behutsam an meiner Zigarette. Genosse, hörst du nicht? Nein, sagte ich.
Wollen Sie sofort den Saal verlassen? Nein, sagte ich. Aber Genosse, warum nicht, um Gottes Willen? Warum denn nicht? Ich sehe mich gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Die Stimme heilte davon. Die Zigarette war zu Ende, ich warf sie aufs Parkett, zertrat sie, ich stand auf, zog einen Überzieher an, klappte den Kragen hoch und Kinn. Es musste nun doch schon Nacht sein, denn es war sehr kalt. Leuchtende Bilder und Gedanken zischten mir durch den Sinn und ich dachte auch dieses. Ja, wir Lebende sind doch die vielen. Und wirklich, das Ende hat keine Grenze. Ich ging durch den Park, der Mond schien und plötzlich blieb ich stehen. Ein Baum sah auf einmal so ganz anders aus, als ich ihn gekannt hatte. Noch ein Semester, irgendwie. Was mir blieb, war immerhin ich selbst. Und dann würde ich hinausziehen als Arzt hin, wo der Himmel so hoch war und blau, wo das Vieh oft besonnener war als die Menschen, dorthin, wo die Mädchen alte Lieder sangen. Hin zog ich, wo die Worte noch voller Geheimnis und Sinn waren. Ja, das Volk war gut und es brauchte mich, denn es galt noch viele Friedhöfe zu stürzen. Winter 1960, 61, Fogarasch, Ziegelfabrik.